Und damit hallo und herzlich willkommen zum Eieröffnen. Es ist mal wieder soweit, klar, der Monat ist noch nicht ganz rum. Ich habe eben noch geschaut. Wir haben noch 4 Tage vor uns. Aber ich mache das ja immer am letzten Samstag, letzten Sonntag im Monat. Nur alleine schon, ja gut, wenn dann Tage übrig bleiben, dann gibt es halt mehr zum Sammeln für nächsten Monat. Der Monat ist eh extrem kurz, mit nur 28 Tage? 29 Tage. Und ja, aber wir haben ein bisschen was zusammengespart. Und deswegen würde ich sagen, wir machen direkt mal die Licht- und Dark-Eier auf. Diesmal heben wir uns diese hier für den Schluss auf, mit unter anderem. Wir haben garantiert das 5er-Monster, was wir uns angucken werden. Und wir haben auch wieder Platz für die Gleams. Aber wobei ich sagen muss, dass ich nur diese großen Gleam-Eier aufmachen werde, weil die kleinen brauche ich jetzt nicht so dringend. Ich würde trotzdem mit Licht und Dark anfangen. Gehen wir rein. Die habe ich, glaube ich, sogar noch nicht. Oh. Kein 5er dabei? Schade. Wäre auch zu schön im Warzen sein gewesen. So, generell brauchen tue ich jetzt davon nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob die Muse dabei sein kann. Im Feuer. Das wäre ein Objekt, was ich auf jeden Fall brauchen würde. Ansonsten ist alles wieder nur dafür da, um Seelen zu generieren. Weil ich auch viele Seelen jetzt in die letzten Monster reingesteckt habe. Ich habe nochmal mein Feuerteam ein bisschen umgebaut. Also mein Team gegen Holz. Habe da jetzt viel an den Seelen rumgespielt, rumgebastelt, alles drum und dran. Und das kostet echt viel Materialien. Ich weiß gar nicht, wie das Casual Player alles auf die Kette kriegen soll, ne? Mal gucken, ob das wieder so ein Reinfall wird wie beim letzten Mal, weil beim letzten Mal hatten wir ja das Problem, dass wir keine bekommen haben. Keine 5er außer das Garantierte. Selbst in den 4 bis 5er Eiern war kein einziges 5er drin. Und das ist schon schlecht. Wenn absolut gar keins drin ist, also... Da, dann gibt es wieder ein paar Dinger mehr, die man freilassen kann für die Seelen. Aber da muss ich leider sagen, ich bin jetzt schon kurz davor zu sagen, ich habe so wenig Seelen, dass ich mir von meinen Clan-Punkten die Sigis hole, die freilasse. Ich habe 15.000 Clan-Punkte, also wäre das jetzt nicht das Problem. Materialien habe ich auch kaum noch welche, weil ich habe viele Monster auf Stufe 6 gebracht, die ich in meinem Internetspeicher hatte, die schon auf Evo 3 waren. Alleine um ein bisschen weiter weg vom Goldcap zu kommen. Schande über mein Haupt, dass ich das überhaupt machen muss. Ich hoffe, die werden jetzt aber auch mal den Speicher im nächsten Update erhöhen. Patch Notes sind schon draußen, aber die besprechen wir wie immer dann, wenn das Update rausgekommen ist. Beim letzten Mal war ich ja noch richtig krank und ich habe immer noch den Husten, der da ist. Ey. Das ist echt schlimm. So, was ist denn jetzt hier mit dem 5er mal? 11 Puls noch und nichts mit dabei? Ist ja schon beinahe peinlich. Also mir wenigstens Licht und Dark gönnen können. Hatte ich jetzt letztens mit Raola ein paar Eier aufgemacht, auch wenn sie jetzt momentan eher, außer für den Titan, ein bisschen am Schlafen ist. Kommt da ein 5er Dark. Das ist die Valkyrie. Kein Indra, leider. Ja, das gibt's doch echt nicht. Also das Glück ist definitiv aufgebraucht. Das habe ich, glaube ich, wirklich alles für die Belial aufgebraucht. Ganz schlimm. Ja. Letzter Pull. Kein einziger 5er in dem normalen Pull mit dabei.
Wehe, hier ist jetzt auch keiner mit dabei. Auch keiner! Das Spiel will mich echt verarschen. So, guck mal, was hier drin ist. Auch eigentlich keine Sau. So, jetzt lassen wir mal gerade schnell hier frei. Normal und alternativ. Okay. Geschlossen, ja. Alle weg. Wie viel Platz haben wir im Speicher noch? 499. Dann können wir jetzt gerade mal schnell die Eier aufmachen. Die. Gucken wir mal, ob da wenigstens ein farbiges dabei ist, also ein alternatives. Es wird einem nicht gegönnt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am Monatsende wieder für das Update, also diesen Monatsende. Ich glaube so Mittwoch, Donnerstag spätestens. Und wir sehen uns aber auch dann übernächsten Monat wieder. Nein, nächsten Monat dann. Zum Ende des Monats, wenn wir wieder Eier aufmachen, beziehungsweise auch wenn das nächste Update dann rauskommt. Ja, vielen lieben Dank. Bis dahin. Ciao.